Herzlich willkommen bei Mörlins TV. Heute würde ich fast mal sagen, herzlich willkommen bei Hör mal, wer da hämmert. Wer kennt die Erfolgsserie aus den Staaten nicht? Links neben mir Tom Nittel. Ich würde ihn auch mal als Tim Taylor bezeichnen und rechts Stefan Salinger, der vielleicht die Rolle von Earl Borland übernimmt. Aber Spaß beiseite, ihr beide wart und seid diejenigen, die mit einem kleinen Team noch die Arena Hohenlohe hier zu dem gemacht hat, was es heute ist. Heute ist Abnahme, ruhig geschlafen? Eigentlich ja, eine Stunde mal kurz in der Umkleidekabine, das war alles, ja. Also bis zum letzten Drücker noch hier gearbeitet? Ja, wir sind um 5 Uhr mehr oder weniger in die Schlafsäcke gehuscht und um 6:30 wieder raus, damit jeder hier... Jeder seinen eigenen Schlaf. Das ist wichtig, ja. Was war denn die größte Herausforderung hier in der Arena Hohenlohe, dass er BWL-konform wird? Ja, als allererstes mal die Erhöhung der Gesamtkapazität, die Schaffung der ausreichenden Sitzplätze war alles natürlich viel zu wenig. Es mussten zusätzliche Fluchtwege generiert werden. Die Technik, das komplette Projekt war einfach ein Riesending. Also man kann jetzt gar nicht sagen, welcher Punkt war es. Es war eine Unmenge Punkte, die halt ja dann eine Menge Deadlines einfach da waren. Es musste dann punktgenau hin und ja, wir waren heute früh eine Stunde vor Abnahme eigentlich durch damit. Wenn jetzt hier die Abnahme ja gelaufen ist und das okay von der Liga kommt, ist dann die Arbeit hier zu Ende in der Arena Hohenlohe? Nee, wir haben auf jeden Fall noch eine richtig große Menge zu tun, aber das ist erstmal jetzt nicht so kritisch für die Abnahme. Da können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen bis zum ersten Spiel. Wer die Halle sieht, gestern war eine kleine Vorstellung für alle Fans und Verantwortlichen. Es ist schon was draus gemacht worden. Es ist eine große Änderung zu den bisherigen Weihnachtsspielen da. Das ist der Liga geschuldet, weil die das so möchte. Aber dennoch wird aus der Stimmung wahrscheinlich keinem Abbruch, eher noch einen Zuspruch geben, oder? Ja gut, ich denke auch, die große Anzahl der Sitze, die wir jetzt unmittelbar ins Feld noch gebaut haben, die zusätzliche 11. Reihe oben, der Hexenkessel, der es war, ist jetzt einfach nochmal angewachsen. Ich denke, das wird definitiv, wer die Weihnachtsspiele da war, weiß, was hier los war, da wird nochmal ein bisschen was draufgepackt. Also da geht nochmal was ein bisschen nach oben. An euch beide Hut ab und Chapeau. Vielen Dank an Tom Taylor und Earl Borland alias Tom Nittel und Stefan Salinger. Nicht in die Kamera gucken und so, oder? Doch, wichtig ist in der Kamera gucken. Die Kamera gucken ist wichtig. Deine Brille ist putzt. Ich weiß nicht, warum. Ja. Machen wir noch kurz. Deine auch? Wer dieser kann das, ja. Ich, ist nur wegen der Optik, die Brille. Ich traue es ja nicht. Sieht doch gut aus. Ist das live? Er ist. Also gut, jetzt kommt der jetzt einfach. Mörlins TV ist stolz, ihn, euch. Das machst du toll. Mörlins TV ist stolz, euch die beiden, sag ich mal, Hauptverantwortlichen für den Aufbau hier in der Arena Hohenlohe vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen bei Hör mal, wer da hämmert in der Arena Hohenlohe. Neben mir Tim Taylor und Earl Borland, man kennt's am Hemd. Links neben mir Tom Nittel, der eigentlich auch, ja. Tim Taylor. Tim Taylor und Earl Borland. Tom Nittel. Herzlich willkommen bei Mörlins TV. Wer kennt sie nicht? Die Folge Hör mal, wer da hämmert. Die Folgen von Hör mal, wer da hämmert, die früher oft auf RTL, heute bei RTL 2 laufen. War nicht flüssig. War nicht flüssig? Okay, machen wir es mal. Gestammel ist ganz schlimm. Also,